Seit diesem Donnerstag läuft ein isländischer Thriller in den Kinos, der es definitiv in sich hat. Und damit geht es hier jetzt um Der Eid. Ja, komm, komm, ist ja gut. Alles gut. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe jemanden auf der Intensivstation Überfall schwer verletzt. Ich brauche eine zweite Meinung. Könntest du ihn dir bitte mal anschauen? Zange. Ich habe einfach nur verschlafen. Nachmittags um 3, ja? Ja. Anna, dein Großvater wird beerdigt. Hör endlich auf, mich dauernd anzugreifen. Was glaubst du eigentlich? Ich greife dich nicht an. Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Papa, das ist Otto. Hallo. Was machst du? Ich mach dies und jenes und alles Mögliche. Bulle! Was machst du da für einen Scheiß? Komm her! Hallo? Papa, komm her und hilf mir! Hier war jemand und überall ist Blut! Komm sofort! Anna! Was ist denn hier los? Anna, mein Scheiß, ist alles in Ordnung? Papa! Wo hat sie das Zeug her, das sie nimmt? Sie kommt mit oder die Polizei wird erfahren, dass du Drogen besitzt. Tja, mein Freund, du entscheidest, was du machst. Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Können wir reden? Okay. Hier, das sind 3 Millionen. 3? Die bekommst du, wenn du dich heute noch von Anna trennst. Ist dein Papa zu Hause? Ja. Leg dich nicht mit mir an. Bring das in Ordnung, verstanden? In Ordnung? Was meinst du? Papa, ich liebe ihn. Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn. Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Und wenn es ihr eigenes Kind wäre? Der Eid geht 104 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und läuft seit diesem Donnerstag, den 9. Februar 2017, in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Finnur. Er ist ein erfolgreicher Herzchirurg, er ist ein liebender Familienvater, er könnte im Leben so glücklich sein, wäre da nicht seine Tochter Anna. Die bereitet ihm Kopfzerbrechen, denn sie geht merkwürdige Wege, was ihre berufliche Laufbahn angeht, und ihr Freund ist ein Drogendealer. Und nach driftet sie eben in diese Welt ab, verfällt dem Drogenkonsum, und Finnur macht sich Sorgen um seine Tochter, die er über alles liebt. Er wird da bereit sein, um sie zu retten, alles zu tun, sich zwischen ihren Freund und sie zu stellen. Aber gleichzeitig wird er damit in eine Spirale der Unterwelt und der Gewalt hineingezogen. Und die Frage steht im Raum, wie weit gehst du, um dein Kind zu beschützen? Wie weit bist du bereit, selbst Täter zu werden? Und daher auch der Titel Der Eid, weil er als Arzt natürlich einen Eid ablegt. Aber was ist, wenn einem auch die Macht verliehen und das Wissen verliehen wird, zu töten? In der Konstellation haben wir erstmal interessanten Gedanken rund um den Titel und hier eben eine Geschichte, die von Balthasar Kormáku als Regisseur und als Hauptdarsteller interessant gelöst ist. Und damit reden wir kurz über den Cast, denn er spielt Finnur mit einer weichen und doch entschlossenen Art. Er ist der Arzt, der seinen Beruf liebt, der jeden Tag rausgeht, Sport treibt, immer besser sein will als am Tag vorher, sich selbst zu Höchstleistungen antreibt, der aber ganz klar, wenn es um die Leidenschaft geht und vor allem darum, sein Kind auf den richtigen Wegen wandeln zu lassen, alles tun würde, um sie nicht von der Straße abkommen zu lassen. Und das ist aufgrund seines weichen Äußeren in der Konstellation mit der Härte, wie seine Figur angelegt wird, ein toller Kontrast, und er verkörpert das sehr authentisch, erinnert fast so ein bisschen an eine Performance von Viggo Mortensen, wie er immer Figuren darbietet, musste ich immer wieder beim Schauen dran denken. Und das einzige Manko finde ich, dass man so diesen Moment zwischen Vater und Tochter bei dem Film nicht immer glaubt, dass diese beiden wirklich ein so enges Band haben. Dann haben wir Gisli Örngarrason, spielt Otta, das ist dieser Drogendealer-Freund der Tochter Anna, der als guter Gegenspieler, als runtergekommener, bedrohlicher, weil intelligenter Typ daherkommt, der weiß, wie das Drogengeschäft abläuft, wie gefährlich es ist, den falschen Menschen
Geld zu schulden. Und er ist auch einer, der löst sofort Druck auf diese Familie, kann ja keine auslösen, und auf diesen Familienvater. Wenn Sätze kommen wie, ey, mach das noch einmal und ich teste, ob der Arsch deiner Frau genauso knackig ist wie der deiner Tochter, dann geht dir das tief, weil du denkst, wow, A, hast du sowas noch nicht unbedingt gehört. Und B, sind das so Sätze, da glaubst du die ganze Zeit bei seinem Auftreten, okay, auf der einen Seite wirkt er nicht zu gefährlich. Du kannst ihn an einem Familientisch sitzen und mit ihm abends ein Essen zu sich nehmen und trotzdem merkst du, mit diesem Typen stimmt irgendwas nicht. Und dann in verschiedensten Momenten, in dem sie nur unter vier Augen sind, sagt er Sachen, die sind so bedrohlich, dass du weißt, dass man mit dem nicht rumspaßen sollte. Was ich damit sagen will, ist, auch seine Integration innerhalb des Films ist ein guter Gegenspieler, gleichzeitig nicht als Monster dämonisiert und damit interessant im Kontrast zu Fëanor. Und zwischen diesen beiden findet ein Großteil des Films statt. Wichtig ist natürlich noch, Hera Hilmer spielt Anna, diese Frau, Schrägstrich Tochter, um die es halt geht, je nachdem, ob man vom Protagonisten oder Antagonisten ausgeht, wenn man überhaupt die Grenze klar ziehen kann, die verliebt ist in diesen Mann, der ihr eigentlich nicht gut tut, die gebrochen wirkt durch diese Grenze, die überschritten wird zwischen Vater und ihrem Geliebten, und sie weiß nicht, was sie tun soll, ist aber im Grunde genau das, worum es geht, und damit wichtig, interessant und ordentlich inszeniert, auch wenn für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Screentime. Die Kamera ist bei diesem Drama-Thriller die ganze Zeit kühl, kann man bei diesem Genre schon erahnen, also ansonsten ruhig und gut gehalten. Das Szenenbild ist entweder das Krankenhaus, in dem Fëanor arbeitet, oder sein Zuhause, oder oft draußen in diesen weiten Landschaften von Island. Tolle Aufnahmen, die aber auch Isolation und Kälte transportieren, was man auch über die Musik macht, die oft nicht stattfindet oder wenn, dann auch sehr kühl wirkt. Insgesamt eben dieser kalte, bittere Touch und Geschmack, den der Eid mit sich bringt. Kostüm und Make-up, alles relativ normal gehalten, aber wenn wir über Make-up reden, richtig gut geschminkte Wunden und die Effekte, die es gibt, die wenigen, die sind echt. Da muss ich am Ende sagen, wenn man mich fragt, was finde ich gut an der Eid? Ich mag die Grundgeschichte, ich mag die Spannung, die der Film wirklich über 104 Minuten trägt. Die Figuren, die beiden wichtigen letztendlich, sind gut inszeniert und vor allem auch glaubwürdig gegeneinander, wie sie auftreten und spielen. Es gibt unvermittelte Wechsel innerhalb der Handlung, wo ich nicht sofort denke, wow, das hätte ich jetzt kommen sehen müssen. Und das ist natürlich ein überraschendes Element, was einen Thriller immer positiv herausstechen lässt und eben grundsätzlich die Authentizität und Glaubwürdigkeit der Figuren. Soll bedeuten, dass ich für in Anführungszeichen einen isländischen Film nicht überrascht bin, aber sage, das ist mal ein Film aus einer Ecke, wo gar nicht so viel Filmisches kommt und der wirklich gut ist. Wenn man mich fragt, was finde ich eher nicht so gut, ist ein Ticken zu lang geraten bei seinen 104 Minuten. Ich erahne zwischendurch immer mal wieder, was gleich passieren wird, und da doppeln sich auch ein, zwei Elemente, um eine gewisse Routine anzudeuten, aber das hätte es nicht gebraucht bei dem Film. Und, das habe ich schon kurz erwähnt, dieser Vater-Tochter-Beziehungsmoment ist eigentlich grundauslegend dafür, ob ich jetzt sage, gehe ich mit der Handlung mit oder nicht. Die passt, die funktioniert, aber in manchen Momenten bröckelt das zu sehr, dass ich denke, ah, wirklich Vater-Tochter, dann hätten sie irgendwie noch ein, zwei mehr Szenen reinschreiben sollen, die typische Verbindung stärker untermalen. Wer also ein Thriller-Liebhaber ist und Liebhaber von zugegebenermaßen etwas kleineren Filmen, denn Alamode-Film als Verleih und Der Eid als isländischer Film ist jetzt nicht die Kombination für einen Film, den man in jedem Kino sehen kann, sondern tendenziell eher kleiner sein wird, kann hier definitiv etwas sehen, was man schnell verpassen kann. Aber ich sage auch, dass es wahrscheinlich gut zu Hause auf Blu-ray und DVD funktionieren wird. Am Ende bekommt Der Eid von mir als Drama-Thriller 7,5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten, und ist damit sehenswert. Und ich bin am Ende meiner Review. Ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.